Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Kreisverbandes der CDU Krefeld ganz herzlich heute Abend hier in den historischen Gemäuern der Burg Linn begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind, um der Verleihung der Niederrheineule, die durch die CDU Bezirksverband Niederrhein durchgeführt wird, beizuwohnen. Ja, bevor ich dann das Rednerpult bereits wieder verlassen darf, möchte ich nicht zuletzt unseren diesjährigen Preisträger herzlich in Krefeld willkommen heißen, den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Norbert Lammert. Herzlich willkommen. Wir feiern die Verleihung der Niederrheineule traditionell an dieser Stelle. Und es lässt sich in ganz Krefeld und darüber hinaus, darf ich ja sagen als Bürgermeisterin von Krefeld, kein anderer und kein schönerer Ort finden für eine solche Feierstunde. Die Niederrheineule, das ist ein Preis der CDU Niederrhein in Verbindung mit der CDU Krefeld. Den Preis vergeben wir seit etwa 35 Jahren. Nicht in jedem Jahr, aber in fast jedem Jahr. Und wir haben schon ganz berühmte Preisträger. Helmut Kohl gehört dazu, Angela Merkel, auch ausländische Staatschef Jacques Chirac. Und wir sind sehr stolz, zum ersten Mal einen Parlamentspräsidenten als Preisträger zu haben, mit Norbert Lammert. Das ist ein Preis für politische Klugheit und Weisheit. Und insofern ist es, glaube ich, auch genau richtig, wen sie getroffen hat, nämlich den Bundestagspräsidenten, der sich gerade in Fragen politischer Klugheit sehr bewährt hat. Und gerade in diesen Tagen und diesen Wochen, Monaten, wo es rund um das Thema Euro eine sehr wichtige Rolle fürs Parlament gibt, ist das wirklich der richtige Präsident und auch der richtige Preisträger. Also die Niederrheineule vereinigt hoffentlich all die guten Eigenschaften, die im antiken Griechenland der Eule als Symbol der Weisheit und der Klugheit nachgesagt wurden. Wir können am griechischen Beispiel erkennen, dass die Verwendung des Symbols alleine nicht sicherstellt, dass nur kluge und weise Entscheidungen getroffen werden. Deswegen freue ich mich über die Auszeichnung, werde aber im Lichte dieser Erfahrungen ganz gewiss nicht übermütig.